Sache. Und da ist das Geld dann auch vernünftig angelegt. Und ja, und ich finde solche Aktionen immer ganz cool und dementsprechend wollen wir uns da auch gerne beteiligen. Vielen Dank, Michael. Ist aber trotzdem noch nicht alles. Oh, doch nicht? Okay. Nee. Also, das wäre ja zu langweilig, wenn ich jetzt nur wegen Elfmeterschießen hergekommen wäre. Okay. Weil es gibt noch eine Überraschung, weil es gibt ja jemanden, der sich für Sport engagiert und den man an allen Ecken, wenn es um Sport geht, trifft und etwas macht und tut. Und der, wenn ich ihn anspreche, sofort reagiert und mitmacht. Bin ich jetzt und ich glaube, das hat mit dir zu tun und ich würde mich unwahrscheinlich freuen, dir mal eine Freude zu machen. Das sieht man auch an deiner Haarlänge. Oh, Gottes Willen. Ich würde dich auf eine Reise mitnehmen am 26. Mai zu Easy DC, weil ich glaube, du brauchst mal wieder richtig Rock'n'Roll. Oh mein Gott. Sehr schön, vielen Dank. Ja, komm, bin ich dabei, gerne. Ich finde, ein Trainer hat das immer verdient. Dankeschön. Ja, wenn wir mal schön abrocken zu Highway to Hell. Oh mein Gott. Und wenn Axl Rose wirklich Frontmann sein sollte in Hamburg, dann kriegen wir vielleicht auch Sweet Child O' Mine. Ich weiß es nicht. Ja, wir werden sehen. Ich freue mich da richtig drauf. Oh, alter Schwede. Weißt du, da kannst du mal schön Headbang wieder. Übrigens, das mit den Schlüppern, ne? Das ist bei TXZ, das ist nicht bei ECDC. Das ist trotzdem mal. Ja, ist klar. Wir haben 4 Tickets, 1 brauche ich. Mhm. Weil ich habe es ja am meisten von allen verdient. Mhm. Ja, das sehe ich auch so. 3 werde ich überraschen. Okay. Du bist jetzt der Erste. Cool. Deswegen kann ich über die anderen 2 noch nichts sagen. Du das sollst dann auch ein Lied singen dann da. Das ist, ich glaube nicht. Das will sich keiner antun, um Gottes Willen. Danny, hau rein. Schön, dass ihr den Spaß mitgemacht habt. Ich danke dir.